Sechs Fs sind es heute, die ich Ihnen so ein kleines bisschen nahebringen möchte. Und diese sechs Fs, die beziehen sich für die Berechnung eines Risikos von Gallensteinen. Auch, das muss man sagen, beziehen sich diese sechs Fs wieder mal auf die Frauen, denn Frauen können bis zu dreimal häufiger Gallensteine bekommen als wir Männer. Was sind denn diese sechs Fs? Erstens mal ist es das Family für familiäre Belastung. Dann haben wir F40, das heißt um die 40 rum, fair, ein heller Hauttyp, blond. Wir haben fertil, das heißt fruchtbar bzw. schon Schwangerschaften gehabt. Wir haben dann, das muss man leider Gottes auch sagen, F wie fett, also übergewichtig, das spielt noch eine Rolle. Und wir haben female, das ist das letzte, nämlich weiblich. So, und das sind die sechs Punkte. Und wenn die zusammenkommen, hat man als Frau schlicht und ergreifend das bis zu dreifach höhere Risiko, an Gallensteinen zu erkranken, als wir Männer. Wir haben da wieder mal richtig, richtig Glück gehabt. Warum ist das so? Man muss wissen, die Hormone, habe ich immer erklärt, haben was mit Cholesterin zu tun. Und wenn Cholesterin oder wenn eine hormonelle Störung vorliegt, ist es so, dass dann eine vermehrte Cholesterinsynthese entsteht. Cholesterin wird wiederum über die Gallensäure abgebaut. Und wenn ich dann davon zu viel drin habe und Ungleichgewicht, ein hormonelles entsteht, entsteht halt an innen der Gallenblase, da wo die Gallensäure gesammelt wird, entstehen dann diese Gallen, entstehen dann Cholesterinsalze, die dann dort aushärten, flocken und dann hat man ruckzuck einen kleinen Kriesbefall in der Blase und aus so einem kleinen Kries kann sich dann irgendwann mal auch ein Stein oder mehrere Steine sogar entwickeln. Deswegen, wenn man eine Frau ist, sollte man wenigstens versuchen, den Hormonstatus sehr, sehr stabil zu halten, immer darauf achten. Und hier spielt nämlich wirklich wieder das Östrogen eine ganz, ganz große Rolle, dass der Östrogenhaushalt sehr ausgeglichen ist und das, was man ja vermeiden kann, sprich auch ein Übergewicht, dann tunlichst zu vermeiden, wenn ich auch noch in diesen Genotyp hellhäutig dazu reingehöre und ich auch noch eine familiäre Belastung habe, damit sie nicht in das Risiko kommen, dreimal häufiger als wir Männer Gallensteine zu bekommen. Schöne Woche, Praxis Müller-Camus.